So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Heute gibt es mal eine, ich sag mal ganz gerade raus, Vintage-Rasur. Heute ist kein Produkt jünger wie 25 Jahre. Fangen wir mal wieder an mit meiner doch geliebten Milchkanne, meiner blauen. Die ist mal wieder gefüllt mit Wasser, damit wir gleich ein bisschen was haben zum Schäumen. So, Seife habe ich mal rausgesucht. Sie ist auch deutlich über 25 Jahre alt. Eine alte Palmolive. Das ist der Rest. Den hatte ich von einem Anverwandten um drei Ecken geerbt. Also es ist da noch was drin. Mal gucken, ob wir damit was reißen können. Wenn nicht, gibt es Plan B. Plan B sieht vor den alten Nivea Rasierstick. Der ist auch bis irgendwann Mitte der 80er produziert worden. So, Pinsel, mal ganz unspektakulär, eine garantiert reine Borste. Also, aufgrund des Vorbesitzers ist es definitiv, dass sie über 30 Jahre alt ist. Die kommt jetzt schon mal in warmem Wasser zum Einweichen. So, bevor wir zu den Hauptdarstellern kommen: Gammon Cool Passion wurde 1989 auf den Markt eingeführt und ist auch ein paar Jahre später direkt wieder verschwunden. Kommt heute als Aftershave zum Einsatz. So, der heimliche Hauptdarsteller. Eine Olof. Nummer 100. Schöne alte Klinge. Die werde ich gleich mal dann testen. Und was ist schöner für die Olof? Wie der passende Hobel dazu. Ein Birko Best. Nur, dass noch nicht reicht. Haben noch ein Birko Best. Packen wir einfach mal beide aus, also OVP unbenutzt. Nagelneue Ladenhüter, ein Karton nach hinten. Und zwar ein Olof mit Metallkopf. Da ist er. Und der zweite Olof. Komplett den Kunststoff. So. Heute würde ich sagen, kommt der Kollege zum Einsatz. Um den Metall-Olof kümmern wir uns mal später. So. Ja, nochmal alles zerlegen. So, Klinge laden. Wir packen aus und erscheint Olof 0,06 Best Swedish Steel. Das ist doch mal eine Ansage. 0,06. Für gewöhnlich sind Rasierklingen 0,1 mm dick und man merkt auch schon hier, das ist so ein schönes dünnes Dingen. Ja, Olof 0,06 Solingen. So, und die kommt jetzt in den schönen Birko Bestkopf. Passt auch super rauf, auf die Pfosten geschubst. Die andere Platte drauf, den Griff dran. Schön zugeschraubt. Rechts, links. Ja. Jetzt sollte er passen, so halbwegs. Gut. So, der Pinsel, der dürfte jetzt nass genug sein. Die restlichen Klingen Olof 0100 kommen mal nach hinten. So, wie immer bei mir wird er ausgedrückt. So, dann gucken wir mal, ob wir die Rasiercreme, die restliche da drin, überzeugen können, rauszukommen. Sehr hart. Also 80er Jahre Rasierseife haben wir jetzt. Gut. Nur riecht vernünftig, brauchbar, also jetzt nicht irgendwie gammelig, ranzig oder sonst was. Gucken wir mal einfach, was kommt. Ja, ich glaube,
Nehmen wir mal das passende Becherchen mit zur Hilfe, gegebenenfalls. Also die Rasiercreme, die ist so hart, kann man Rasierseife zu sagen, auch wenn man sie jetzt in Form gepresst hat. Aber Schaum kommt vernünftig raus. So, der Schaum schaut so aus, als ob wir damit arbeiten können. Riechen tut die Seife jetzt einfach nur seifig, also dieser berühmte Palmolivgeruch. Ich weiß nicht, ob der da noch nicht drin war oder ob der hinüber ist, jetzt aufgrund des Alters. Aber wie man jetzt bei neueren Produkten kennt, dieser schöne Aufkleber, Verbrauch innerhalb von 12 Monaten, 18 Monaten und Co. Also schäumen tut es auf jeden Fall noch. So, alles nur ein Test. Nicht unbedingt direkt zum Nachmachen gedacht, aber naja, wollen wir mal, auf geht die wilde Fahrt. Wow. Das ist direkt. Also wir reißen hier gerade den 4-Tage-Bart nieder und ich muss jetzt mal sagen, also so in der Kombi die Klinge mit dem Rasierer ist eine Ansage. Also da ist Mühle R41 sanft gegen. Also, wie gerade schon mal so grundlegend erwähnt, ja, ein paar ausgerissene Härchen. Okay. Gut, mal gucken, ob es am Hobel liegt. Schauen wir mal, wie Olof sich mit dem Metallkopf macht. Der Birko jetzt mit dem Strich macht, mit der Ausführung. Aha. Ganz anders. Also ich glaube, ich habe meinen ersten Hobel. Ich glaube, man sieht es hier auch ein bisschen. Er ist ein bisschen durchgebogen. Von der ganzen Form her. Ich könnte jetzt natürlich nochmal den Kunststoffkamm vielleicht mit der Metallplatte irgendwann mal ausprobieren, aber ich lasse das Experimentieren jetzt sein. Ich glaube, ich habe meinen ersten Vitrinenhobel.
halt so im Gesicht nicht mehr zum Einsatz kommen, weil die Pünktchen da, naja, muss nicht sein. Das scheint mir noch ganz gut zu gehen mit der alten Seife. So, zweiter Durchgang gegen den Strich. Ups, da unten kann noch ein bisschen. Dann schauen wir mal weiter. So, wollen wir noch mal ein bisschen ausputzen. So, lassen wir mal eben das Wasser raus, einmal Gesicht waschen und so weiter und so fort. Und dann geht es doch mal weiter. So, da bin ich wieder. Ja. Moment, Seife. Gut, kleines Resümee. Ich sag mal so, man kann sagen, alte Seife funktioniert, oder alte Rasiercreme besser gesagt, funktioniert, geht. Also der Schaum hat jetzt keinen großartigen typischen Palmolivgeruch oder ähnliches gehabt, war einfach nur noch seifig. Ja, kann man nehmen, muss man nicht, muss man auch, glaube ich, jetzt nicht so haben. So, zum anderen, der gute Hobel, wie hieß er schnell nochmal, der Birko Best, also der besagte Bakelithobel mit dieser schönen Rundung da oben, wenn man den anderen mal so dagegen hält, sieht man so den Spalt dazwischen. Ja, wie gerade schon angesprochen, der wird wohl in der Vitrine oder auf dem Tisch oder auf dem Schrank landen. Also sprich da oben irgendwo so als Dekoartikel. Für mehr ist der wohl nicht mehr zu gebrauchen. So, der andere Birko Best mit Metallkopf. Gut, Metall, das hält wahrscheinlich die Form ewig, solange man da nicht mit dem Hammer drauf rumprügelt. Ja, die Rasur, gut, ist jetzt die Frage, ob es an dem ersten Durchgang mit dem Bakelit-Kollegen liegt oder nicht. Die ist jetzt nicht so prickelnd, also ein paar ausgerissene Härchen, also von der Sauberkeit her. Zwei Durchgänge mit ein bisschen Ausputzen kann man sich jetzt eigentlich nicht wirklich beschweren, funktioniert. Ja, ich werde die schöne Olof 006
Auf jeden Fall noch mal in einen zeitgemäßen Rasierer, vielleicht mal eine Mühle 89R einfach reinprügeln oder in einen, wie heißt das schnell nochmal, einen Merkur, einen 3410 meine ich. Probieren wir sie da mal aus, wie sie da dann halt läuft und ja, das war so meine Rasur des Tages, des Abends. Jetzt kommt noch ein bisschen Old School Gammon dazu. Schauen wir mal, freuen tue ich mich nicht, wird nämlich wahrscheinlich brennen. Wie die Höhle. Ja. Naja. Den Druck muss man mögen. Na, geht so. Na, es wird besser. Gut. Schauen wir mal. So, Fazit des Tages, Vintage. Ich denke mal, ich habe einfach auch zu viel neue Sachen ausprobiert. Zum einen die Klinge, zum anderen den Hobel, den anderen Hobel. Gut, die Seife, ja, wenn die Gleiteigenschaften nachlassen, kann die vielleicht auch noch da so zum Negativen beitragen, aber ich denke mal, die hat den kleinsten Anteil heute an diesem ganzen Nix und Pünktchen. Hier kommt noch mal was. Ist jetzt nichts Wildes, das ist morgen erledigt, also nachher eigentlich schon. Ja, wie gesagt, die Klinge kommt demnächst noch mal in einem anderen Hobel zum Einsatz. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich dann noch ein Video von mache und dann gibt es ein Resümee zu der Klinge letzten Endes demnächst. Gut, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso gut über ein Abo. Dann bekommt ihr jedes Mal automatisch eine Nachricht, sobald ein neues Video von mir online geht. Und gut, dann könnt ihr euch das nächste Massaker angucken. Auf bald!